Ja, hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Need for Speed mit mir, Alex Isso. Ja, ja, in der letzten Aufnahme waren wir ein bisschen woanders gewesen, aber da ich einen kleinen Fehler bekommen habe, mir unterlaufen ist bei der Aufnahme, da ich meinen Papierkorb nicht auf Papierkorb verschieben, löschen, eingestellt habe, sondern sofort löschen, von der Festplatte entfernen, kann ich die Datei nicht wiederherstellen. Heißt also, wir machen erstmal normal weiter. Es ist nicht viel passiert, außer zwei Rennen, die ich gefahren bin. Ich habe das Drift noch auf ein Fahrzeug eingestellt. Jetzt können wir erstmal zum Bunker gehen. Schon mal im Vorspann für euch, bevor das Ganze losgeht. Ja, und Status-Update zu Uncharted 4 ist folgendes. Uncharted 4 kommt am 10. Mai erst raus. Hat sich geändert. Ja. Also noch 2 Monate warten, Leute. Ich kann es nicht ändern. Wenn die sich so entscheiden, naja. Was soll man machen? Black Beauty und Sunset. Das ist mein Baby. Hey, ja, ja. Hey, yo, ich will dir jemanden vorstellen. Hey. Was geht? Ich bin Vaughn. Wie geht's? Ich bin Ken. Gut gemacht. Diese Jungs sind dir also aufgefallen, ja? Oh ja. Mann, das ist toll, dass du da bist. Ja, danke, aber was kommt als nächstes? Nun, es gibt da diesen Taco-Truck auf der 6. Und die machen da diese Shrimps. Einfach der Wahnsinn. Ken ist wohl kaum hier wegen der Tacos. Ja, yeah. Ich meine, ich mag ja Tacos und so, aber ich bin mit dem Team und ein paar Wagen da. Lieber ein bisschen Spaß haben, statt essen. Ja, ja, klar. Macht ihr mit? Hey, mach keine Witze, Mann. Ich bin zart beseitigt, weißt du. Nein, 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 im Ernst. Macht ihr mit? Oh Mann, klar machen wir mit. Okay, das ist der Plan. Wir hauen ab, drücken auf die Tube, dann Shrimp Tacos. Hammer. Die richtige Reihenfolge. Alles klar. Yeah! Also, los geht's. Ready to rock? Komm. Yeah. Ready to rock. Okay, das war das Ganze im Bunker. Jetzt geht es zu... Wollen wir ein Sprintrennen machen mit einem Driftauto? Wollen wir versuchen? Ja, ich will keine Zeit vertreiben, Leute. Also von daher machen wir das Ganze auch mit einem Driftauto. CJ, tastisch. Hinter dir, Kollege. Geil. Das ist mal eine Herausforderung. Entschuldigung. Ich hab's gewusst, Leute. Die Karre, die wir haben, die hat ein bisschen mehr drauf. Das war klar. Dass er überhaupt hinter uns herkommt, das ist schon... Hammer Head, man. Ich fahre ein bisschen zu schnell, ist das Problem. Ich habe ein Drift-Auto. Seht ihr, was ich meine? Ich mache nur eine kleine Panne. Und dann ist das Auto futsch. Was denn jetzt los, Alter? Ach, erreiche 300 so viel km/h. Und dann kommt zur Garage. Ach, das war die Mission, Leute. Ich hab's kapiert. Ich hab's kapiert. Jetzt wollen wir unseren TGJ überholen, Leute. Und wir haben eine geile Karre.
Okay, der ist ganz schön schnell durch die Kurve. Scheiße, ich wusste es. Bei so einer Geschwindigkeit habe ich keine Chance. Der rutscht so viel, verdammt. Okay, Concentration, Leute. Wünscht mir Glück. Wenn die Strecke echt noch weitergeht, dann habe ich ein großes Problem. Der hat einen Unfall gebaut, Leute. Wir können abziehen. Jawohl, CJ. Oh, mit dem Stunt absolviert. Ab geht's. So, 2 Minuten 7 Leistung. Neue persönliche Bestleistung. Ruft er uns jetzt an? Ich denke mal schon. Puh. Magnus Walter. Wir sehen uns da draußen, okay? Lass mich bei der Sache bloß nicht hängen, Mann. Bis später. Na, sie müssen uns jetzt unsere Amy anrufen. Wir haben ihren Rekord geknackt. Zeitfahren. Leute, wir gehen zur Garage. Unser Auto ist zu driftmäßig. Das können wir nicht so lassen. Das gefällt mir nicht so, wie es ist. Ich muss jetzt ehrlich eine ehrliche Meinung von euch. Was für ein Spiel soll ich nach Need for Speed Let's Playen? Weil, Leute, es kommt die Zeit, in ein paar Tagen, Wochen, dass Need for Speed zu Ende sein wird. Und was wollen wir dann zocken, Leute? Was wollt ihr dann sehen? Schreibt es gerne in die Kommentare rein, weil ich habe nichts mehr zur Auswahl. Ich habe alte Games hier. Aber zum Beispiel in Famous Second Son, First Light, kennt ihr alle schon. Oder wollt ihr das wirklich sehen bei mir? Outlast, habe ich auch im Angebot. Wollt ihr das wirklich sehen? Dann schreibt es in die Kommentare rein. Ich mache mal ein Foto, werde ich auf Instagram, Twitter und Facebook posten. Könnt ihr alle drauf gucken und was ich für Spiele habe. Jetzt gehen wir erstmal auf Reifen drauf. Machen Grip wieder rein. Hat Amy uns irgendwas freigeschaltet? Das Fahrwerk, was ich gern hätte, das hat sie uns noch nicht freigeschaltet. Das schon, aber das nützt uns alles nichts, weil wir... Ja, noch nichts. Handling. Ach, muss man nach rechts lücken, genau. Machen wir das so. Okay. Jetzt wieder auf die... Okay, wir sollten zusehen, mehr Leistung zu bekommen. Ich habe da schon ein paar Ideen, aber weißt du, es ist dein Wagen. Also gut, wir sehen uns, Mann. Wir sehen uns mal. Kartenupdate von Amy. Was sagt uns das, Leute, wenn wir diese Mission, glaube ich, machen? Können wir ein paar Extras freischalten? Neue Tuning-Teile. Für uns garantiert.
Und wir kommen langsam unseren ganzen Sachen näher, Leute, dass wir uns am Ende zuneigen. Und dass unsere Karre das Meisterwerk schlechthin wird. Jetzt gucken wir erstmal, was für eine Mission wir von Emmy bekommen haben. Weil die machen wir als erstes. Zeitfahren. Los, aufgeladen ist Feuer. Was stand da? Feuer? Wirklich? Ich guck gleich nochmal nach. Nicht, dass ich euch irgendeine Scheiße erzähle, die hinterher nicht stimmt. So, was haben wir hier? Aufgeladen ins Feuer. Ja, ich habe verstanden. Aufgeladen, Feuer. Hä? Und da bietet die Zielzeit im Dingens von so und so. Mit unserem Toyota wieder am Start. Ich glaube, der rutscht auch nicht mehr so jetzt, Leute. Seht ihr? Der wirft jetzt schon in die Kurven. Und er verliert nicht Kontrolle. Nur das in den Kurven, dass er wirklich dahin geht, wo er soll. Das macht er noch nicht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Da muss ich eine Kleinigkeit verbessern. Okay. Kann ich nicht mehr schalten? Okay. Schneller kann er nicht. Aber er kommt schnell auf Touren, das steht fest. Oh, 365 km/h. Minute 28. Ja, es ist nicht der Top-Speed, aber was will ich machen? Meine Karre kann nicht schneller. Die Strecke kannte ich auch nicht so. Von da ist das eigentlich ganz passend, finde ich. Ein zweites Mal. Was willst du jetzt von uns? Luftversuch? Hahaha, Manu. Zeitfahren. Unser Speed. Sprintrennen. Sprintrennen machen wir noch, Leute. Schaffen wir das? Klar, schaffen wir das. Und mich auch mal bekannt, ich wollte irgendwas sagen, ja. Allgemein, einfach so ansprechen. Ich bin nicht der Sorbos oder Gronk oder Sarasa. Ich habe diese Moderatorstimme, aber ich gebe mein Bestes. Aber eigentlich, ich habe diese spezielle Stimme, die kann nicht jeder haben. Ist auch normal, nicht jeder hat diese Stimme von dem und dem, aber... Geschäft oder Vergnügen? Ich hoffe, die Stimme kommt einigermaßen in Ordnung rüber. Weil ich kann sie nicht heller machen, auch nicht dunkler. Obwohl, dunkler kann ich sie machen, wenn ich mehr Bass einstellen wollte. Ich habe es extra schon runtergedreht für euch, weil das ein bisschen zu extrem in den Videos sich anhört. Jedenfalls finde ich das so. Alter. Oh shit. Okay, er geht nicht mehr ab. Also beim Anzug her merke ich schon. Was ist jetzt schon wieder? Mann, ein paar Leute treffen sich. Da ist gut was los. Vielleicht bin ich sogar okay. Auch dabei. Wollte dir nur Bescheid geben. Bis später. Okay.
Ich könnte ein bisschen besser fahren, aber es passt noch nicht so. Das sind Kurven, Leute, Hammer. Zwanzig von 27. Hallo, was soll das? Mitten auf der Straße, auf der rechten Spur, kommt dem entgegen. Okay, es wird echt knapp, vor allem diese Kurve jetzt. Boah, das ist ein Rennen, das ist Wahnsinn. Das ist nicht mal eben. Ich dachte, das wäre eine kurze Strecke hier. Geschäft oder Vergnügen? Ja. Hammerhead, Leute. Hammerhead. Bald sind wir Level 53. Das geht um einiges vorwärts. Ja, jetzt haben wir noch diese Mission, die ist eigentlich nur von DLC her zusätzlich gekommen. Dann haben wir nur noch diese Sprintrennen von Robin mit Risky Devil. Dann haben wir von Manu, jetzt mit Gefühl. Beim nächsten Mal sehen wir, dann machen wir einmal den Driftversuch. Dann haben wir das, den Sidefahren und dann haben wir einmal mit dem Sprintrennen noch. Das hier, glaube ich, interessiert uns, glaube ich, nicht. Obwohl, könnte ich eigentlich auch machen. Mittlerweile habe ich $622.000. Na gut, Leute. Was ist denn hier schon wieder? Hey Mann, langsam kommst du richtig in Fahrt. Sollen wir noch einen Lauf starten? Vielleicht mit etwas höherem Einsatz? Okay, Mission auf Karte markiert. Zeitrennen. Von Amy. Haben wir auch dazu bekommen. Und von Magnus Walker. Auch noch ein Sprintrennen. Ein bisschen mehr zu tun, Leute. Na gut. Wenn euch das ganze Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Lasst Feedback da. Dann hören wir uns zum nächsten Part. Also bis dann, Leute. Macht's gut. Haut da rein. Adios, amigos. Und genießt den Soundtrack. Ciao, ciao.